Warum jagte der Orden des Phönix als Vereinigung eigentlich keine Horcruxe zusammen? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über den Orden des Phönix und die Jagd nach Horcruxen sprechen. Der Orden des Phönix ist ein Geheimbund, der ursprünglich von Dumbledore im Jahr 1970 gegründet wurde. Der Zweck der Organisation war es, sich Lord Voldemort und seinen Anhängern entgegenzustellen. Und es war dieselbe Organisation, die 11 Jahre lang tapfer gegen Lord Voldemort und seine Anhänger kämpfte, bevor Voldemorts erste Niederlage erfolgte. Nach dem ersten Zaubererkrieg löste sich der Orden auf, doch als Lord Voldemort 1995 zurückkehrte, machte der Orden dort weiter, wo er aufgehört hatte. Die Organisation besteht aus einer Vielzahl mächtiger Hexen und Zauberer, jeder von ihnen verfügt über einzigartige magische Fähigkeiten, aber eine Sache, die möglicherweise seltsam erscheinen könnte, ist, warum haben sie Harry nicht geholfen, Horcruxe zu finden? Eine Organisation voller mächtiger Auroren und Professoren hätte Harry, Ron und Hermine doch sicher helfen können, oder etwa nicht? Ein Horcrux ist ein Gegenstand, in den eine Hexe oder ein Zauberer einen Teil ihrer Seele eingepflanzt hat. Der Zweck der Erschaffung eines Horcruxes ist es, die Unsterblichkeit zu erlangen. Das wirklich Unheimliche an der Erschaffung eines Horcruxes ist jedoch, dass man jemanden ermorden muss, um einen solchen herzustellen, da es nötig ist, dafür seine Seele in mehrere Teile zu spalten. Voldemort begann im Jahr 1943 mit der Herstellung seiner Horcruxe, angefangen mit dem Tagebuch von Tom Riddle, das durch den Mord an der maulenden Myrte entstanden war. Danach fertigte er noch viele weitere an, und das Schwierige an Horcruxen ist, dass sie fast alles sein können, was es besonders schwer macht, sie zu finden. Solange die Horcruxe existierten, würde Voldemort weiter am Leben bleiben. Was bedeutete, dass sie, um Voldemort aufzuhalten, alle Horcruxe finden und zerstören müssten. Wenn die Zerstörung von Voldemorts Horcruxen der einzige Weg war, um ihn zu besiegen, warum in aller Welt wurde diese Aufgabe 3 Schülern überlassen? Warum hat man nicht die Stärke des Ordens des Phönix genutzt? Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach. Der Grund, warum der Orden nicht geholfen hat, ist, dass er einfach nichts über die Horcruxe wusste. Als Dumbledore Harry von der Existenz der Horcruxe erzählt, war das ursprünglich nur zwischen Harry und Dumbledore. Dumbledore wies Harry auch an, es sonst niemandem zu erzählen, mit Ausnahme von Ron und Hermine. Und Dumbledore selbst hat es auch nie jemandem erzählt, aber es steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Das folgende Gespräch zwischen Harry und Professor McGonagall am Ende des Halbblutprinzen unterstreicht dies nochmal. Nachdem sie einen Blick auf das Porträt von Dumbledore geworfen hatte, machte Professor McGonagall eine seltsame Bewegung, als würde sie zweifeln. Dann drehte sie sich um und sah Harry mit angespannter Miene an. Harry, sagte sie, ich würde gerne wissen, was du und Professor Dumbledore heute Abend gemacht habt, als ihr die Schule verlassen habt. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Professor, sagte Harry. Er hatte die Frage erwartet und seine Antwort auch schon parat. Hier, in diesem Raum, hatte Dumbledore ihm gesagt, dass er sich während des Unterrichts niemandem außer Ron und Hermine anvertrauen sollte. Harry, es könnte wichtig sein, sagte Professor McGonagall. Das ist es, sagte Harry. Sehr. Aber er wollte nicht, dass ich es jemandem erzähle. Professor McGonagall starrte ihn an. Potter. Harry registrierte die erneute Verwendung seines Nachnamens. In Anbetracht des Todes von Professor Dumbledore müssen sie doch einsehen, dass sich die Situation etwas verändert hat. Professor Dumbledore hat mir nie gesagt, dass ich seine Befehle nicht mehr befolgen soll, wenn er stirbt. Aber worum geht es dann hier? Warum wollte Dumbledore nicht, dass jemand anders von den Horcruxen erfährt? Warum hat er es Harry alleine gesagt und alle anderen im Ungewissen gelassen? Er hätte doch wissen müssen, dass der Orden eine große Hilfe ist, oder? Die Sache ist die, dass Dumbledore jede weitere Person, die von den Horcruxen wusste, als mögliche Schwachstelle ansah. Wenn sich die Horcruxe irgendwie herumgesprochen hätten und Voldemort selbst hätte es herausgefunden, dann hätte er wahrscheinlich zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um sie zu schützen und um seine Unsterblichkeit zu sichern.
Und natürlich nicht nur das. Dumbledore wollte nicht noch mehr Leben in Gefahr bringen. Auch wenn Harry das erst am Ende erfuhr. Dumbledore wusste immer, dass Harry sterben musste, damit Voldemort besiegt werden konnte. Also dachte er sich, dass es für Harry sicherer war, nach Horcruxen zu suchen, weil er ohnehin zum Sterben bestimmt war. Natürlich hatte es einen größeren Plan gegeben. Harry war einfach nur nicht intelligent genug gewesen, um ihn zu erkennen. Das wurde ihm jetzt erst am Ende klar. Er hatte nie seine Vermutung in Frage gestellt, dass Dumbledore ihn lebendig haben wollte. Jetzt sah er, dass seine Lebensspanne immer davon abhing, wie lange es dauerte, alle Horcruxe zu beseitigen. Dumbledore hatte Harry die Aufgabe übertragen, die Horcruxe zu zerstören, und natürlich hatte er weiter die Fesseln gelöst, die nicht nur Voldemort, sondern auch ihn selbst ans Leben banden. Wie geschickt von Dumbledore, nicht noch mehr Leben zu verschwenden, sondern die gefährliche Aufgabe dem Jungen zu übertragen, der bereits dem Tod geweiht war und dessen Tod kein Unglück, sondern ein weiterer Schlag gegen Lord Voldemort sein würde. Der einzige Grund, warum Dumbledore Harry erlaubte, es Ron und Hermine zu erzählen, war, dass er dachte, Harry würde es ihnen wahrscheinlich sowieso mitteilen. Harry wollte gerade gehen, doch dann kam ihm eine rasante Frage in den Sinn und er kehrte wieder zurück. »Sir, darf ich Ron und Hermine alles erzählen, was sie mir erzählt haben?« Dumbledore überlegte einen Moment und dann sagte er, »Ja, ich denke, Mr. Weasley und Miss Granger haben sich als sehr vertrauenswürdig erwiesen. Aber Harry, ich werde dich bitten, sie zu bitten, nichts davon jemand anderem zu erzählen. Es wäre keine gute Idee, wenn sich herumspricht, wie viel ich über die Geheimnisse von Lord Voldemort selbst weiß oder vermute. Nein, ich werde dafür sorgen, dass es nur Ron und Hermine erfahren. Gute Nacht, Sir.« Harry befolgte Dumbledores Anweisungen genau und selbst als er von Remus Lupin am Grimmauld Place befragt wurde, Harry verriet nie, um was es sich für einen Auftrag handelte. Er bestätigte nur, dass er einen Auftrag hatte. Lupin und der Orden des Phönix waren natürlich neugierig, was Harry vorhatte und wollten ihm helfen, aber Harry wollte es nicht verraten. Lupin zögerte, »Ich verstehe, wenn du das nicht bestätigen kannst, Harry, aber der Orden hat den Eindruck, dass Dumbledore dir einen Auftrag erteilt hat.« »Das hat Dumbledore«, antwortete Harry, »und Ron und Hermine sind daran beteiligt und sie kommen mit mir. Kannst du mir anvertrauen, worum es sich bei dem Auftrag handelt?« Harry blickte in Remus Gesicht und wünschte, er könnte eine andere Antwort geben. »Das kann ich nicht, Remus, es tut mir leid. Wenn Dumbledore es dir nicht gesagt hat, glaube ich nicht, dass ich das kann.« »Ich dachte mir schon, dass du das sagst«, sagte Lupin und sah sehr enttäuscht aus. »Aber vielleicht kann ich euch trotzdem helfen. Du weißt, was ich bin und was ich kann. Ich könnte mit euch kommen, um euch zu schützen.« »Du müsstest mir nicht genau sagen, was du vorhast«, sagte Lupin. Harry zögerte. Es war ein sehr verlockendes Angebot, obwohl er sich nicht ganz vorstellen konnte, wie sie ihre Mission vor Lupin geheim halten konnten, wenn er die ganze Zeit bei ihnen war. Der Grund für Harrys Zögern, Lupins Angebot anzunehmen, war, dass er das Gefühl hatte, dass er seine Mission in ihrer Gegenwart nicht erfüllen konnte, ohne dass sie es auf irgendeiner Weise herausfanden. Damit Harry seine Mission erfolgreich durchführen konnte, durfte es niemand erfahren und dieses Risiko konnte er einfach nicht eingehen, egal wie gerne er ihre Hilfe oder ihre Gesellschaft genossen hätte. Letztendlich war die einzige Person, der Harry sozusagen von den Horcruxen erzählte, Neville Longbottom, und das war kurz vor Ende des Zweiten Zaubererkrieges. Auf dem Weg zu Voldemort hatte Harry, als er erkannte, dass er sterben würde, das Gefühl, dass es immer drei lebende Menschen geben sollte, die von den Horcruxen wussten. Als er kurz vor dem Treffen mit Voldemort mit Neville zusammentraf, wies er diesen an, Voldemorts Schlange Nagini zu töten, mit der Begründung, dass Nagini sterben müsse, damit Voldemort sterben könnte. »Harry«, Neville sah erschrocken aus, »Harry, du denkst doch nicht etwa daran, dich auszuliefern?« »Nein«, log Harry. »Natürlich nicht, es ist etwas anderes, aber ich könnte für eine Weile außer Sichtweise sein.« »Du kennst Voldemorts Schlange, Neville? Er hat eine riesige Schlange, er nennt sie Nagini. Hab ich gehört, ja? Was ist mit dir? Sie muss getötet werden.« Dumbledore war in dem Wissen gestorben, dass noch drei Leute von den Horcruxen wussten. Jetzt würde Neville Harrys Platz einnehmen. Es würden noch drei in das Geheimnis eingeweiht sein. Nur für den Fall, dass sie beschäftigt sind und du die Gelegenheit bekommst. Die Schlange töten? Töte die Schlange, wiederholte Harry. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.